Nicht schön, ist es nicht schön? Gehen wir hier mal rüber. Da bin ich wieder. Ich wollte eigentlich schon den ganzen Abend streamen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich hab mir ein paar Sachen schick gemacht. Dann will ich jemandem helfen. Den habe ich gerade im Chat gefunden, der schnell einen Boost braucht. Das heißt, eigentlich braucht er keinen Boost, sondern einfach noch um 12 Levels. Das machen wir dann mal schnell für den. Und den laden wir uns dann hier ein. Ja, also Diablo 3. Ja, ich habe schon gemerkt, ihr habt schon ein bisschen den Kanal geguckt oder mich entdeckt. Ja. Witzigerweise habe ich vor 6 Monaten mal angefangen und habe dann aber überhaupt nichts zu Ende gebracht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Halt, ich bin hier, ist ja der völlig falsche Char. Ich brauche Hardcore, nicht Softcore. Hardcore ist hier. Und logischerweise Qual 6, das passt. Dann kann man den mal einladen. Bevor der alleine leveln muss, also ich weiß nicht, ob ihr da eine Ahnung habt, das dauert Stunden. Während, wenn euch ein anderer zieht auf Hardcore oder Softcore auch, dann geht das in Sekunden, Minuten. Ja? Und das machen wir jetzt für den Burschen hier. Genau, da gibt es ein paar Sachen, die man bedenken muss. Nämlich einerseits brauchen wir hier einen anderen Stein. Genau. Das bringt nämlich hier, ja genau, getötete Gegner gewähren plus 6000 Erfahrung. Schauen wir mal, ob er jetzt auch kommt. Oder hat er es jetzt abgelehnt, weil er schon so weit ist? Nein, da ist er. Genau, und dann brauche ich natürlich logischerweise noch meine Schadensgems. Das zum Beispiel ist ganz nett. Tatsächlich, ja, ich bin jetzt ein Schisser in Hardcore. Ich gehe tatsächlich auch mit dem hier. Und dann mit dem Zeiss, genau. Genau. Ja, tatsächlich habe ich das am Anfang ganz viel mit meinem Chicken die ganze Zeit gemacht. Oder sehr oft und sehr viel. Täglich, oft 3 Runden. Also ich müsste gut über 200-300 Leute gezogen haben oder zumindest deren Chars, ja, in der Season. Schau mal, dass ich das auch mit dem hier mache. Kriegt der ja so ein bisschen. Und dann seht ihr schon, jetzt ist er 63 und das geht natürlich dann auch echt schnell. Schauen, dass das so alles clear ist. Ja, der kommt mir sogar hinterher, okay. Ist aber ein mutiger Hardcore-Spieler. Aber wahrscheinlich hat er da irgendein Equipment gefunden. Ich hoffe nur, dass er dann auch überlebt. Das weiß ich natürlich nicht. Ja. Aber, genau, so Sachen kommen dann demnächst auf euch zu. Und dann werde ich einfach so, ja, so kleine Videos machen, bis dann die nächste Season startet. Paar Dinge einfach gucken. Ich hätte eigentlich auch diese Radmarans gerne gezeigt, aber das waren neue Leute, mit denen ich dann im Teamspeak war und dann weiß man ja nicht, ob die sich um Kopf und Kragen quatschen, wenn sie irgendeinen Käse erzählen, was sie schon alles Illegales im Spiel gemacht haben. Da machen wir hier wieder Teleport. Der ist jetzt 67, das heißt, der muss ja eigentlich nur 69 ein paar Zerquetschte werden, da brauchen wir eigentlich wahrscheinlich ja den Rift, den sollten wir vielleicht fertig spielen und dann ist alles gut. Wir haben sogar. Okay. Das ist natürlich fett. Ja. Da muss man das ein bisschen vorab clearen hier. Er kommt schon angelaufen. Aber der müsste jetzt eigentlich relativ sicher sein, ja. Das ist für mich auch ganz schön, ja. Tatsächlich ist mir das sogar häufig passiert, dass ich Leute gelevelt habe und dabei bin ich in den Goblin Drift reingerannt. Ist gar nicht so selten gewesen. Also häufig. Oh, da oben ist, glaube ich. Genau. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
So, der ist jetzt 70. Genau. Das wollte er haben. Also 70. Den Key braucht er wahrscheinlich noch, nicht nochmal und ist dann schon wieder weg. Ja, warum mache ich so eine Sachen? Warum streame ich wieder? Ich kann es euch, eigentlich kann ich es euch gleich verraten. Deswegen. I'm crazy. I'm crazy. Deswegen. Das funktioniert einfach. Ja. Ich habe schon Lust, wieder ein bisschen was zu machen. Ja. Eine hohe Schwingung zu verbreiten. Vielleicht sagt es den Menschen ja was. Ja. Manche interessieren sich ja dafür, was ich so bis dahin gemacht habe, aber damit will ich euch gar nicht so belästigen. Aber pass mal auf, ich muss mal schnell den Stream anmachen und mal gucken, ob überhaupt jemand zuschaut. Eigentlich wird es ja vor allem ein Video. Ja, und da muss ich das den Ton ausmachen, logischerweise. Aber es läuft. Also ich habe den Chat bis jetzt nicht gelesen, ich bin jetzt gerade drin. Aber es guckt eh gerade nur einer zu, also von daher alles gut. Das bin ich wahrscheinlich. Nicht vergessen, ja klar. Also erstmal werden das natürlich auch vor allem YouTube-Videos werden. Und dann mal sehen, was das noch wird, weil Diablo 3 lässt mich einfach nicht los. Ja? Ich habe es auch zum Teil aus ganz anderen Gründen gespielt, als man vermutet. Ja? Es ist halt so ein Farmspiel. Das heißt, man spielt im Prinzip... Genau, dann wünschen wir dem mal viel Glück. Und eine Sache kann ich euch aber noch zeigen, die ganz genial funktioniert. Und zwar macht man einfach Folgendes. Das ist die Frage, ob das in Hardcore geht. Genau. Das ist nämlich tatsächlich, jetzt öffentliche Spiele sucht hier auf Qual 13. Dann findet man erstmal gar nichts. Schauen wir mal, ob das auch wirklich so bleibt. Also schaut's aus. Schaut euch das mal an. Nur mal den Unterschied. Und dann kann ich euch sagen, warum ich jetzt wieder angefangen habe, Softcore zu spielen. Schaut mal hin, ich finde kein Spiel. Ein Netherlands-Portal. Das ist schon... Das ist so... Ja, andere würden sagen, bei so aussichtslosen Situationen würden Folgendes sagen. Aber müsst ihr echt aufpassen. Das kann auch falsch verstanden werden. Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Nein, wir schaffen das nicht! Ja? Die Tante hat einfach keine Ahnung, von was sie reden, von was sie redet. Und ihr seht, also Hardcore ist tot. Zumindest um diese Zeit. Ja, schön auch dich online zu sehen. Hallo Sirus. Ist richtig ausgesprochen, man weiß es nicht. Um die Zeit weiß ich das nicht mehr wirklich. Genau. Jetzt werde ich aber mir hier meine Gems wieder rausbasteln. Wenn es überhaupt geht. Ah, das geht so nicht. Aber zumindest habe ich wieder den richtigen Stein drin, weil da würde ich mich wundern. Und es wäre ja gerade passiert übrigens. Ja? Also, Mr. Multitasker. Ich glaube, da musste ich doch ein bisschen mehr zusammenreißen als beim einem anderen Spiel, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne. Ja, dann werden wir mich jetzt mal wechseln auf Softcore und ich werde euch mal den Unterschied zeigen. Das stimmt, ja, lang nicht mehr gesehen. ich habe tatsächlich, also wir nicht, sondern ich, ihr habt damit leider nichts zu tun gehabt, das kann sich ändern. Ich habe auch einen Softcore-Char mittlerweile hochgelevelt und da haben wir 12 Netherlands-Portale. Es gefällt uns. Und auf Qual 6. Passt mal auf, wie sich die Leute jetzt freuen werden. Auf Qual 6. Auf Qual 13 sind es bestimmt einige mehr.
Na super, jetzt komme ich in kein Spiel rein. Finde ein Spiel. Finde ein Spiel. Oh. 4 Sekunden, 5 Sekunden. Ja, wenn es 20 Sekunden ist, dann bin ich wieder alleine. Ja. Eigentlich merkwürdig, oder? Na ja, mal schauen. Ja. Mal schauen, ob das hält, was es verspricht. Das Lied wird mich auch interessieren, ja, mich auch. Also ich habe zumindest einen Menschen gefunden hier, der sich vielleicht freut. Naja gut, 679, der wird sich nicht freuen. Na gut, wir können uns mal den Char anschauen. Wie schaut er denn aus, der Kerl? Der Porsche. Inspizieren. Ja, der kann Hilfe brauchen. Der kann wohl Hilfe brauchen, ja. Eigentlich kann er Hilfe brauchen, aber wir machen jetzt erstmal wieder das, was wir vorhin auch... Ich habe hier noch nicht so lange gespielt, deswegen ist auch mein Stein hier nur 95. Dann spielen wir... Nee, Quatsch, hier machen wir auch Rifts. Ich hab das noch gar nicht. Eigentlich bräuchte ich das in Geschick. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist Gold trotzdem geil. Und um nicht zu sagen, ich bin da ein bisschen goldgeil. Und kann man dem jetzt helfen? Freut er sich da, wenn ich da jetzt hier einen Rift aufmache oder nicht? Oder bleibt er jetzt da stehen und denkt sich, warum? Mal schauen, ob er kommt. Oder steht da einfach nur rum. Na, da kommt was. Da kommt er. Da kommt er. Kommt er. Oh, ist es nicht. Ja, das Blöde ist, ich habe tatsächlich keine Nemesis. Leute, wenn ihr eins in dem Spiel wissen müsst, geht niemals Riften oder Nemesis. Ja, so wie ich gerade. Ich voll Noob. Ja, aber ihr wisst ja, um es mir einfach mal zu sagen. I'm crazy. I'm crazy. So, ja, eigentlich läuft es bei mir ganz gut. Also abgesehen davon, dass ich keine Nemesis habe und es schon ein bisschen später ist, als ich geplant hatte, noch ein bisschen mit euch zu reden und natürlich nur ein kurzes Video zu machen, weil das macht ja keinen Sinn, was ich hier mache. Na? Also ich habe ja nicht mal Band der Habgier und sowas. Also eigentlich ist es ganz schön armselig, wie ich hier rumrenne. Und ich sehe auch meinen Necro nicht. Der läuft irgendwo hinter mir. Da kommt ein Barb. Ja, die freuen sich eigentlich, dass man jetzt hier mit denen mitspielt. Also, wobei, ja... Man sollte erstens mal das Gold schneller aufheben können, als ich es jetzt tue. Und zweitens sollte man den Nemesis dabei haben, damit man zumindest, wenn man schon so weit vorläuft, auch tatsächlich die blöden Pylons ziehen kann und nochmal ein extra Pack bekommt aus dem Pylon. Da haben wir ja. Vielleicht hat der ja Nemesis. Ich hab's nicht. Na gut, der hat's auch nicht. Er hat's auch nicht. Den machen wir halt aber schnell einen Rift, die freuen sich drüber. Aber es ist auch total witzig, dass in Softcore so viele Leute ständig anfangen. Denkst du irgendwie so, das Spiel ist eigentlich schon so am absteigenden Ast? Nein, es gibt immer noch Leute, die mit Diablo 3 neu anfangen. Finde ich spannend. Ziehen wir uns mal hier ein paar Kugeln rein. Blablabla. Bisschen Gold. Da kommt noch einer, der sich freut, dass wir dabei sind. Ja, könnte auch mal sein, dass es ein guter Char ist, der dazu kommt. Aber warum sollte der Qualsex spielen? Ja. Die sind ja nicht alle so verrückt wie ich. Schade, dass man bei Qualsex sich nicht ziehen lassen kann in dem öffentlichen Game. Also es könnte jetzt kein Level 1er hier joinen. Das geht leider nicht, ja. Das wäre eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Das Lied würde dich interessieren, ja. Das ist, aber was würde dich an dem Lied interessieren? Das ist Gitarre. Das habe ich gespielt. Die meisten, also ich glaube, ich habe es tatsächlich einmal geschenkt. Also dem habe ich es zur Verfügung gestellt.
So, jetzt aber das wollen wir ja gar nicht machen. Wir wollen ja eigentlich hier raus und mal wollte ich euch eigentlich zeigen, wie viel bei Qual 13 los ist. Das war jetzt Qual 6. Das interessiert uns eigentlich nicht mehr. Hier, Qual 13. Plump. Ah! Ne, das kann ja nicht sein, oder? Jetzt. Ja, das ist wieder ein Anzeigefehler. Es sagt, es sind 0 Games, aber das sind keine 0 Games. Wir werden es aber gleich rausfinden. So, jetzt, so fängt schon mal, also das ist schon mal schlecht. Schon mal schlecht. Also das heißt, im besten Fall, und das ist natürlich die Zeit ein bisschen schwierig, im besten Fall wäre jetzt schon mal ein Spiel offen gewesen. Ja. Das ist jetzt nicht der Fall. Also das heißt, ein Game schon zur Hälfte fertig gespielt, sodass man einfach nur noch den Key dann abgreifen muss. Das ist nämlich eigentlich die Methode, die ich euch zeigen wollte. Ja. Ja. Ich muss jetzt hier mal... und ein bisschen muss ich auf... Ne, ich muss ja gar nicht aufpassen. Ich spiele ja nicht Hardcore. Genau, also ich habe ja den Gürtel nicht an, deswegen kann ich tatsächlich auch hier sterben, aber ich darf ja sterben. Das ist der Unterschied zu Softcore, wer es nicht weiß. Ja, ja, Hardcore wäre halt witziger, weil man natürlich ein bisschen spannender. Ja? Deswegen werden wir das auch streamen, logischerweise, aber ich habe mich eigentlich fast schon dazu entschieden, auch Softcore zu spielen. Vielleicht sogar auf einem anderen Account, nämlich besser gesagt sogar so auf diesem und den Hardcore dann auf einem anderen Account. Einfach deswegen, weil ich nicht genug Charplätze frei habe für beides, um ohne meine Non-Season-Chars zu verlieren. Das ist ein bisschen das Drama. Ich habe so viel gutes Equipment, das ich eigentlich nicht gern verlieren würde und dafür brauche ich Lager-Chars und das sind momentan 6. Da steht jemand im Eck und versteckt sich. Und ich habe einfach nicht genug Platz. Ja, wenn ich Softcore so spiele, wie ich es gern spielen würde und Hardcore so gern spielen würde, wie ich es spielen will, dann funktioniert das nicht. Also ich müsste mich für eins entscheiden. Das will ich aber nicht, weil in Hardcore dafür wirklich ein bisschen zu wenig los ist. Also ich hätte ganz gern ein bisschen mehr Spaß. Oder würde gerne zu jeder Zeit spielen können und das geht leider nicht in Hardcore. Ja. Ein bisschen was hier noch kaputt schießen, was auf uns zugerannt kommt. Genau, jetzt haben wir mal hier einen Schlüssel. Wie gesagt, 2 Schlüssel uns geholt. Ja, und die Idee ist jetzt folgende, also abgesehen davon, dass es scheinbar keinen interessiert, dass hier der Key war. Ich port jetzt raus, beende den Schmarrn und jetzt habe ich im Prinzip 30 Sekunden, um ein neues Spiel zu finden. Ob ich privat noch Jacks and Fidget spiele? Nein, beruflich. Ja, es ist alles privat. Es war schon immer privat. Privater geht gar nicht. Genau, das stimmt. Ja. Einfach da raushören und dann selbst spielen. Ja, ich habe es zwar geschafft, in ein anderes Game zu kommen. Das Problem ist nur, da ist ein 500er Char, der sich einfach nur freut, wenn ich jetzt hier ihm die Rift spiele. Das ist das, was passiert. Ja. In Wirklichkeit zu einer vernünftigen Zeit, wobei es jetzt schon ein kleiner Hinweis ist, dass man das um diese Zeit vielleicht nicht mehr machen sollte, wäre ich jetzt in einem Game, das zumindest schon angefangen hat. Ja. Also wo schon ein bisschen was passiert ist. Wo man sich halt einfach Zeit spart. Ja. Jetzt hätte ich auch alleine spielen können, sozusagen, mit der Nase. Der hat ja bloß darauf gewartet, dass hier jemand reinkommt und einen Rift startet. Er hat ja eindeutig selbst keinen gestartet. Das ist sozusagen das, was er gedacht hat. Und ich hatte einen ganz anderen Plan. Ich bin geprockt, aber... Erstens, wir spielen... er hat einen Nemesis. Ja, da muss er aber auch dabei bleiben, ja? Der Kerl. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass er einen Nemesis hat. Jetzt kann man immer pointen. Und mit immer meine ich den restlichen Run, weil ich bin ja gleich wieder weg. Dass irgendwo nochmal ein Pile entsteht. Ja. Also noch habe ich ja keinen gefunden. Das ist aber ein bisschen ungewohnt. Also hier ist zum Beispiel ein Pile. Ja, kann ich mal Pile zeigen. Bup. Mr. Nemesis. Da haben wir das hier. Ah, die hat ja was kaputt gemacht, schau mal hin. Da liegt was.
Er macht Sachen tot. Das finde ich aber nicht schlecht. Oder war ich das? Mit meinem fairen Schuss. Man weiß es nicht wirklich. Genau, also das heißt, auf euch kommt da ein bisschen was zu. Natürlich, logischerweise, spiele ich dann in einem Team. Also das heißt, ihr werdet auch andere Leute hören auf TeamSpeak, die euch genauso einen Quatsch erzählen werden wie ich. Hoffentlich. Oder vielleicht noch mehr Quatsch, besseren Quatsch. Ich kann es ja nicht sagen. Also einfach hier raus. Den Kerl, netten Kerl sein lassen. Genau, mal schauen, ob der auch porten kann. Aber ich habe jetzt wieder die 30 Sekunden hier raus zu marschieren, um das nächste Game zu finden, das hoffentlich mal wieder angefangen hat, weil sonst kann ich es ja gar nicht zeigen, weswegen ich das eigentlich mache. Und. Ah, so soll das nämlich sein. Guckt, jetzt komme ich hier rein, abgesehen davon, ja gut, zumindest hat es angefangen, ja. Aber ihr versteht den Sinn und Zweck des Ganzen. Das heißt, ich joine einfach das nächste Game und die haben schon angefangen und im besten Fall sind sie sogar schon fertig. Also ich bin auch schon in Games rein, wo ich nur den Key noch abgreifen musste. Ja, viele spielen ja mit Rift Closer, ich nicht. Ich spiele tatsächlich lieber so privat meine Keys. Ich habe eigentlich wenig in der Gruppe gefarmt. Das liegt einfach daran, weil ich tatsächlich auch mal ganz gerne nicht mit Leuten quatsche. Ne? Ich stehe da drauf, auch mal allein für mich zu sein. Ne? Was man mit dem Game übrigens super machen kann. Ne? Also ich benutze es ja eher zu meditativen Zwecken. ich habe auch den Ton schon ganz ausgemacht. Das mache ich jetzt eigentlich deswegen nicht, damit ich die Goblins höre. Wenn Goblin Rift ist oder so. Aber man muss da keinen Ton haben oder diesen ganzen Quatsch hören. Ich habe es ja jetzt auch relativ leise gemacht für den Stream. Lauter mache ich es aber privat auch nie. Also, jetzt habe ich es auch getrennt. Privat. Es ist alles privat. Wie gesagt. Ja. Und genau, jetzt zu einer besseren Zeit, wo mehr Games offen sind, da läuft das auch besser. Wenn ich das euch mal sagen darf. Ja. Aber ihr wisst ja so, wie es mit Versprechen ist. Ja. Versprochen wird einem viel in der Welt und zum Teil auch von den falschen Leuten. Da passiert nämlich sowas. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Genau, darauf kann man sich aber dann schon verlassen. Ja, ja, das sind unsere Politiker. Also Angela Merkel, die Wahrheit mal sagt, die sagt nämlich, hey, ist mir doch scheißegal, was ich euch erzählt habe. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor der Wahl einem versprochen wird, auch nach der Wahl gilt. Man muss sich es einfach echt oft sagen, um echt diesen Wahnsinn zu verstehen. Ja? Und das Witzige ist, es wird ja oft noch schlimmer. Du denkst irgendwie so, ja okay, die müssen ja koalieren. Vielleicht ist die eine Partei ein bisschen rechter als die andere. Dann wird das Ganze dann normal. Nein, das wird oft noch schlimmer als jemals zuvor. Ja? Also, mir sind die Augen aufgegangen damals. Und zwar, es gab tatsächlich mal, wir hatten mal eine rot-grüne Regierung. Und beide Parteien waren im Prinzip damals... Wo ist denn der jetzt hingeportet? Sag mal, jetzt der hat den Boss abgegriffen. Er war doch schon fast tot. Die haben sich darauf geeinigt, aus der Atomkraft auszusteigen. Ne? Haben sie aber nicht gemacht. 7 Jahre lang rot-grüne Regierung. Ja? Es wurde nicht geschafft, aus der Atomkraft auszusteigen. Da weißt du einfach, da stimmt was nicht. Ja? Es scheint so zu sein. Und in dem Fall muss man sagen, so ist es wahrscheinlich. Also, das ist die YOLO-Maus. Ja, genau. Das ist so halblegal, habe ich gehört, in Diablo 3. Das liegt daran, dass ich gerne sehe, wo meine Maus ist. Oh, jetzt haben wir wieder einen Counter hier. Mensch. Ja. Ich finde die Frage so geil. Spielst du privat noch Shakes and Fidget? Ich könnte ja jetzt sagen, ja, ich spiele noch Shakes and Fidget, aber ich sag euch nicht, wie ich da heiße. Das wäre ja cool, oder?
Da könnten wir im Prinzip. Könntet ihr dann raten? Ja, das könnte der sein. Aber vielleicht ist es ja der oder der. Ja, jetzt stehe ich hier alleine. Super. Also genau so, genau das wollte ich nicht. Ja, da kann ich ja auch alleine spielen. So funktioniert es nicht. Aber was wir noch machen können, nur Spaß. Schau, ob ich irgendwas Vernünftiges gefunden habe. Meistens nicht. Ja. Meistens könnte den ganzen Schmarrn einfach nur wegdashen. Das ist zum Beispiel gar nicht so ganz schlimm. Eine 95%ige Krone, ja, weiß ich nicht. Eine 95%ige Krone kann ich mal irgendwo hinpacken, wo es niemand stört. Ich schmeiße hier das Zeug einfach nur noch den weg. Ich kenne mich mit der Truhe überhaupt nicht mehr aus. Ja. In Softcore bin ich im Prinzip auf der Flucht, weil ich einfach viel zu spät jetzt gewechselt habe. Ja, gewechselt bin ich nicht, aber ich spiele halt jetzt auch Softcore. Ja. Ja, zumindest haben die schon angefangen. Also das ist immer so, das wäre mir jetzt nicht passiert. Wenn ich jetzt alleine in der Stadt stehe, dann ist selten, also wenn ich alleine in einem Game bin, dann ist selten der Rift schon so weit, wenn ich selbst nichts gemacht habe. Das war ganz milde auszudrücken. Aber hier macht jemand Truhen auf, das mag ich gar nicht. Aber hier sind wir total falsch. Sackgassenalarm. Ich muss irgendwo anders hin. Wo ist denn der? Da ist jemand. Ja, da ist auch noch was. Und da, wo was gestorben ist, da gibt es auch Atem des Todes. Deswegen muss man da hin. Geht es jetzt hier weiter oder nach rechts runter? Naja, scheinbar geht es nach links runter, meine ich natürlich. Scheinbar geht es hier weiter. Nein, oder doch nicht? Nicht wirklich. Also wieder alles zurück. Aber ich muss dann denken, dass ich keine Nemesis habe. Oh, da haben wir was. Ja. Das ist ein Nachteil bei dem Bild. Jetzt habe ich schon ziemlich viel Disziplin verloren und deswegen mache ich jetzt kaum mehr Schaden bei dem Trottel. Aber es hat noch geklappt. Ja, genau. Also, das heißt Wahlversprechen. Ja. Überlegt euch mal gut, ob wir hier wirklich eine Demokratie haben. Wenn es eigentlich egal ist, welche Partei du wählst. Die Politik, die sie machen, ist immer konservativ und schwachsinnig. Ja? Ja. Da passieren so Kleinigkeiten, wie dass wir zum Beispiel in Syrien an kriegerischen Aktionen beteiligen, obwohl, also unsere Flugzeuge sind da zum Beispiel gerade, obwohl es eigentlich vom Völkerrecht her nicht gedeckelt ist. Ja? Und dann heißt es, oh, Assad hat Giftgasangriffe gemacht. Das Witzige ist aber, dieser Vergeltungsschlag, wie nennt man das dann? Also der Vergeltungsschlag von Amerika, Frankreich und England wurde extra gemacht, bevor die Kommission, die untersuchen sollte, ob es in Syrien überhaupt einen Giftgasangriff gab, tatsächlich ihr Ergebnis vorlegen konnte. Die war noch gar nicht fertig damit. Ja? Es interessiert jetzt übrigens auch keinen mehr, ob das so war. Hauptsache es gab einen Flugzeugangriff, ja, oder einen Bombenangriff auf Syrien. Die Russen haben sie Gott sei Dank nicht getroffen, weil sonst hätte ja Schlimmeres passieren können. Das wäre jetzt ziemlich blöd gelaufen. Aber nur, dass ihr einfach. Ja, ist euch klar, dass wir gerade im Krieg sind? Mir war es nicht so richtig klar. Ich habe nicht gewusst, dass wir das noch machen. Ja, und unsere Kanzlerin fand es gut. Angemessen und gut. Ohne dass es klar ist, dass es wirklich passiert ist. Ja. Mit solchen Leuten schlagen wir uns hier rum. Ja. Wir spielen die Diablo 3. Schauen wir mal, ob wir jetzt ein Game finden, wo schon ein bisschen was passiert ist. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ja. Aber wenn eure Antwort auch so ausfällt wie meine, dann würdet ihr Folgendes sagen. You don't seem to be understanding the English word no. It may be a different language will help. Russian, нет. Chinese, bu. Japanese, ie. Klingon, ko. Binary coded ASCII, 0110111001. Let me try gangsta. Hells no. Hells no. Also. Tja,
Alles, alles im Namen. Wie sagt man das dann? Ohne, also, man muss aufpassen, ein deutsches Vaterland darf man ja gar nicht sagen, oder? Darf man das sagen? Man muss echt aufpassen. Das klingt ja dann rechts. Aufpassen. Fahnen in Deutschland dürfen nur geschwenkt werden, wenn man Fußball-WM hat. Ansonsten ist das alles rechts. Ja. Und ich will nicht damit nicht sagen, dass es nicht rechts gibt. Es gibt verdammt rechts. Ja. Und das ist auch nicht immer gut. Garantiert nicht. Ja. Aber es ist dann doch... Ja. Ich bin halt einfach eher so ein Friedensmensch. Ja. Also ich finde einfach, man darf sich nicht immer in alles einmischen. Ja. Ja. Und vor allem muss man Sachen richtig aufklären. Also, und das passiert einfach nicht mehr. Ja? Wir werden da wirklich ein bisschen verarscht. Und das darf man gerne mal einfach feststellen. Ja? Es ändert sich nichts, indem man irgendwas anderes wählt als sonst. Irgendwie scheint es immer gleich zu bleiben. Ja? Weil die Wahlversprechen... Also nochmal, ihr könnt es ja nochmal hören, ja, so dass wir uns dann nochmal klar sind. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Das ist so hart. Das ist so hart. Das müsste man sich wahrscheinlich in der Dauerschleife anhören, dass man das echt begreift, was die da gerade gesagt hat. Wa? Ja. Und natürlich, offiziell ist es dann der Kompromiss, ja, der Parteien. Aber wie gesagt, einfaches Beispiel. Wenn zwei Parteien sich darauf einigen, aus der Atomenergie auszusteigen, ob das gut oder schlecht ist, will ich gar nicht durchdiskutieren jetzt mit euch, sondern uns dann nicht tun in 7 Jahren, dann sagst du, also irgendwas stimmt doch da nicht. Da ist doch was faul im Staat der Dänemark. Ja. Ja. Und ich glaube, da wäre man schon relativ weit, wenn man das verstehen würde. Das ist tatsächlich scheinbar rechts und links gar nicht so richtig gibt. Ja? Sondern es sind Parteien und die machen dann eigentlich die gleiche Scheiße wie vorher auch schon. Ja? Also ich wollte jetzt hier nicht politisch werden übrigens, ja. Ich fand es nur witzig, ja. Also eigentlich hatte ich das vor, so einzusetzen, also so ein bisschen humoristisch, natürlich mit einem gewissen Beigeschmack, so nach dem Motto, lasst uns diesen Rift machen! Lasst uns diesen Rift machen! Und dann... Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Genau, also den Rift werden wir schaffen. Den haben wir schon geschafft, ja, genau. Das war eigentlich so der Plan. Willst du immer noch wissen, was die YOLO-Maus ist? Man kann es nicht wirklich... sagen. Im Prinzip ist es, das kann man, also die YOLO-Maus, im Prinzip habe ich meine Maus jetzt anders ausschauen lassen. Und zwar nicht nur in dem Game, sondern ich kann es auch überall anders dann so anzeigen lassen. Und dann schaut die halt so aus, wie ich will, dass sie ausschaut. Oder? Jetzt schaut sie halt so schön pink aus. Also jetzt habe ich es verpasst. Die Zeit habe ich verpasst, hier rauszugehen. Ja, aber ihr versteht das Konzept. Ja? Und ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Zu normalen Zeiten ist es so, dass ihr halt oft in ein Game reinjoint, wo schon die Hälfte des Rifts gespielt ist, vielleicht sogar ganz schön am Schluss. Manchmal natürlich auch am Anfang, aber das gleicht sich dann aus. Aber auf jeden Fall spart ihr euch eine Menge Zeit, wenn ihr das so macht. Das Problem ist natürlich, wenn das zu viele Leute machen, gibt es ja niemanden mehr, der einen Rift schon bis zur Hälfte gespielt hat, bis ihr dann kommt. Ja? Das ist sozusagen der Nachteil, ja. Alles Schrott, was ich hier gefunden habe. Ja, aber, tja. Ich könnte natürlich auch Folgendes vorspielen. Nee, das war jetzt nicht. Das ist zu bitter. Das habt ihr heute nicht verdient. Ihr habt ein bisschen bessere Laune verdient. Ja. Die dürft ihr euch nie vermiesen lassen übrigens. Ja. Also einfach immer positiv bleiben und nicht verzagen. Aber
man darf dann doch mal auch hinhören und genau hinschauen, ja? Was die Leute so von sich geben, die unsere Geschicke oder die Geschicke der Welt lenken. Das ist schon spannend. Ja. Und das hat übrigens auch mit Spiritualität zu tun. Ja? Das ist tatsächlich sogar sehr spirituell, sich um die Welt zu kümmern. Ja. Und das ist dann nicht nur ein Spiel. Das ist dann ernst sozusagen. Ja. Das ist das ganz große Game sozusagen. Ja. Also ich finde es immer witzig, wenn Leute sagen von wegen ja, Real Life. Ja. Ja, ist die Frage. Ja. Welche Illusion meinen sie dann? Ja? Das ist echt die Frage. Woohoo! Blauer Goblin! Und mal schauen, gibt's Lex? Nein, es gibt keine Lex. Oh, der war aber. Der hat sich nicht mehr aufgeteilt, oder? Ah, man weiß es nicht. Ja. Aber das ist eigentlich die Hauptsache in Diablo 3. Das vergisst man oft, dass es geht wirklich auch ums Farmen. Also ein Spiel, in dem man Equipment sucht. Und nicht nur hohe Grifts spielt sondern und Rekorde bricht, sondern tatsächlich, indem man einfach so vor sich hin daddelt. Das ist der Hauptsinn und Zweck des Spiels. Und das macht Spaß. Das ist ungefähr wie bei Shakes and Fidget, wo es auch nicht nur um die Dungeons geht, sondern musst einfach auch deine Abenteuer runterspielen. Ja? Auch das gehört dazu. Ja. Also, solche Dinge könnten tatsächlich auf euch zukommen. Wenn mein Kanal weiterläuft, wenn ich da weiterhin Bock drauf habe, dass ihr einfach ab und zu mal mit... Es sind das unbequeme Wahrheiten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Aber es ist natürlich... schauen wir mal, bleiben wir hier stehen mal. Haben die ihre Keys bekommen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe, glaube ich, meine Keys bekommen. Zumachen, raus und weiter. Jetzt mache ich es noch einmal. Vielleicht schaffen wir es nochmal. Dass tatsächlich ein Game schon weiter ist. Ist es so? Glaubt das? Nein. Um die Zeit sind alle faul. Okay, Leute, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Wisst ihr, was auch gute Laune macht? Folgendes. Dankeschön! 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 Ja, ab und zu könnte man sich einfach mal selbst Applaus machen. Ja? Also nicht, weil er jetzt so einen Riff gespielt hat, vielleicht dann nicht so banal. Aber warum nicht? Ja, warum nicht? Alles klar, Leute. Haut rein. Wir sehen uns. Demnächst gibt es mehr. War jetzt auch nicht geplant. Ich habe heute, also ich bin ein bisschen spät heute schon. Ist ja schon 3:45 an einem Mittwochmorgen eigentlich. Ja? Das heißt, eigentlich bin ich schon müde. Aber ja, genau. Diablo 3 macht irgendwie für mich gerade noch Sinn. Und ja, die eine oder andere Neuigkeit werde ich euch vielleicht auch erzählen. Ja. Es gibt nämlich schon ein paar interessante Geschichten. Die Welt ist nicht unbedingt so, wie sie zu sein scheint. Ja. Und ihr seid wichtiger, als ihr vielleicht denkt. Das ist eine gute Nachricht. Okay, dann bis die Tage. Haut rein. Ciao! Thank you.